So, liebe Leute, willkommen zurück bei Let's Play Dead Space Blind, zusammen mit eurem lieben Gregor. Na, also, kannst du das bitte mal sein lassen? Also, ich will eigentlich auch wieder gern spielen. Also, hier, ich bin's, euer ARLP, und hier der Gregor, der zieht sich gerade selbst ziemlich in den Vordergrund. Na, Mann, das kannst du doch so nicht sagen. Also, komm, die Leute fanden das doch ganz bestimmt lustig hier. Zusammen mit dem tollen Gregor. Ne, hier, mit der tollen Strahlenkanone, oder? Was ist das hier? Ich hab nichts im Kopf. Ja, das, Strahlkanone. Ja, siehst du, also. Komm, lass mich noch ein paar Parts machen, ne? Dann geht das hier wieder normal zu mit dir, okay? Ja, okay, wenn du meinst. Aber danach hörst du sofort wieder auf, okay? Ja, es ist kein Ding. Ja, machen wir weiter. So, ja, beim letzten Mal waren wir hier. Und jetzt geht's ab in die Kühlkammer. Ja, und, genau. Schön. Schön. Mit einem kaputten Licht da oben irgendwo. Was ist das denn? Nee, der soll mich nicht umarmen. Nee. Auf so einen Freund kann ich gut verzichten. Ja. Da schaust du doof, wa? Du bist auch so eine gespaltene Persönlichkeit. Bloß den Kopf nicht verlieren. Wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde. Let's Fetz, sprach der Frosch, als er in den Mixer kam. Ah, der hat ja auch was fallen gelassen, oder? Für mich. Haha, schön. Ah, ja. Wie viel waren das jetzt? 5? 4, 6, keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. Unser Inventar ist immer noch voll. Schön und gut. Wir haben neue Freunde kennengelernt. Sie wollen uns lieben gerne umarmen. Na, da leuchtet noch was. Was ist das denn? Ah, Strahlmunition. Na komm, das können wir doch jetzt auch mitnehmen. Wundervoll. Ja, wir haben jetzt viel zu viel Strahlmunition immer noch. Ich muss schauen, wie sich das regeln lässt. Das ist zu viel Strahlmunition. Wir müssen mehr schießen. Mehr. Oh. Okay, wir dürfen wahrscheinlich gleich... Oder müssen wahrscheinlich Stase verwenden. Ja, wir haben nicht genug Platz. Ich will einen neuen Anzug. Hä? Ja, warte mal. Wow. Ja, genau. Und wenn ich dich jetzt loswerf. Aha. Interessanterweise ist hier noch Schwerkraft, aber dort nicht mehr. Ich frage mich wirklich, wie sich das... Wie die das organisieren wollen. Ja? Eintritt Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Ah ja. Eintritt Schwerelosigkeit. Schön, Erde. Wow, das sieht so fast schon psychedelisch aus, wie der Raum hier so gedreht ist. Also. Oh. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, da schaut ihr doof aus der Wäsche. Meine Güte, diese kreischenden Babys. Ich meine, die menschlichen Babys sind dagegen ja noch in Ordnung, aber wenn ihr echt mal so einen kleinen Plagen habt, ey, dich will ich nicht hier weg. Dich will ich auch nicht. Na, komm. Jetzt ist schon ganz auf, oder wie? Ja, okay. Wenn ihr irgendwann mal kleine Plagen haben solltet, sowas, was sich Kinder nennt, solltet ihr euch glücklich schätzen, dass ihr welche habt. Denn diese kleinen Blagen, die mögen zwar auch schreien, aber... Erinnert euch auch gerne an dieses LP. Erinnert euch... daran, dass es auch gerne noch andere Babys gibt, die viel schlimmer schreien können. Ui, ja.
Tut das weh? Na da. Ja, okay. Ich glaube, das wird nachher auch so eine Art Falle werden. Springen wir direkt mal rüber. Und machen das auch, ne? Hopp! Rein mit uns. Und erstmal umdrehen, umschauen. Wo ist hier was? Ja, komm, Kollege, das reicht hier mit deiner Kreischerei. Das hält man ja nicht im Kopf aus. Das. Ist das schlimm. Schön. Ja, wir müssen wieder nachladen, damit wir das alles auch nutzen können. Wow. So. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, schön, wa? Hier. Das fällt so einfach wieder runter, aber wenn ich das losschieße. Hey, das macht ja richtig Spaß. Das merke ich mir. So, und weiter geht's, liebe Leute. Wir sind jetzt im Luftfilterungsraum angekommen. Achtung, extreme Hitze. Meine Nase juckt so scheiße. Ach je, hat bestimmt irgendwas mit den Luftverpestern zu tun, das... Wow! Das ist ja im wahrsten Sinne eine heiße Angelegenheit. Luftfiltersystem noch aktiv. Das Betreten der Filterungsröhren ist äußerst gefährlich. Warum sollte ich auch auf den Rohr? Ja. Alles klar. Hallo? Hallo, Security. Oh Gott sei Dank, hier spricht Dr. Cross. Ich bin in der Hydrostation und versuche Second Engineer Jacob Temple zu orten, komme aber nicht durch zum Maschinenraum. Natürlich weiß ich, dass auf dem ganzen Schiff medizinische Alarmstufe ist. Deshalb suche ich ihn ja. Nein, für den Augenblick sind wir sicher. Aber die Monorail ist defekt und wir können nicht zu den Rettungskapseln. Hallo? Hallo? Ja, da hat sie ja anscheinend eine Person gefunden, die nicht unbedingt gut gesonnen war. Und da kommen wir ja gar nicht durch. Was ist das denn? Da müssen wir wahrscheinlich doch den Aufzug nehmen, der eben noch so komisch rot aufgeflimmert hat. Wow. Ist ja echt heiß hier unten, ne? Soll man dem Braten hier trauen oder was? Na, man muss jetzt nicht so... Ach doch. Wir müssen viel Munition verschwenden. Danke für Ihre Kooperation. Sehr heiß. Gut, das hätten wir auch geöffnet. Und wieder mehr Strahlmunition. Das ist doch toll. Ich habe viel zu viel von dem Scheiß gerade wieder. Ja, und ich spiele halt auf... Ui, nee, Moment, wir müssen warten. Jetzt kommt da wieder Feuer. Heiße Scheiße hier. Ich habe keine Lust wieder hier zu sterben. Das dauert nicht wieder so ewig lange, bis das alles geladen hat. Na, komm mal rauf, ich will den nicht verbrennen. Nein, komm raus hier. Scheiße. Die ganzen Nebenaufgaben, die erfüllt werden. Schlimm ist das. Und haben uns eben doch etwas verbrannt. Was mit euch los? Nicht feuerresistent oder was? Nein, anscheinend nicht. Sonst ist hier auch nichts weiter. Na, komm schon. Wir müssen weiter. Ohne Rücksicht auf Verluste. Aber Mutti, ich will schlafen. Ich bin am Gähnen. Scheiß drauf. Nein, ich will nicht schlafen. Es ist ja immer noch gerade mal 20:09 Uhr. Wer denkt da denn bitte schön an Schlafen? Wir sind harte Kerle hier.
Ja, schön. Medikit auch wieder. Medipack. Ja, und irgendwann müssen wir doch auch mal dieses... Es ist doch noch die Giftkapsel, die wir da unten haben, ne? Ja. Irgendwann müssen wir die auch noch mal verwenden. Was war das? Nun gut. Und wir haben einen weiteren Energieknoten gefunden. Das ist schön. So muss das sein. Und weiter geht's auf unserer... Wow. Wunderbaren Suche nach dem Heiligen Gral. Nicht ganz. Wir gehen jetzt zur Ausgang zur... Ja komm, schneller. Zur Anbaukammer. Auch gut. Nach oben, Scotty. Oder nach unten. Ich weiß es nicht. Das zeigt an, dass es nach unten geht. Nehme ich an. Dunkelheit. Na? Passiert hier jetzt endlich was? In diesem Aufzug. Aufzüge sind langweilig. Ich will Frauengekreische hören. Ich will... Keine Ahnung. Psycho-Elemente erleben. Das ist ein Horrorspiel und kein Aufzugsimulator. Warnung. 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager. Was? Passiert. 10 Kilotonnen? Meine Fresse, bin ich echt so schwer? Bin ich so fett? Also... Ich meine, wenn man übergewichtig ist, okay. Aber das muss einem doch nicht so sehr auf die Nase gebunden werden. Na? Komm schon. Ich hab ein Geschenk. Ja, was willst du machen? Ja, komm, mach doch was. Komm her. Willst du Stress? Was? Das ist unfair. Komm, jetzt kriegst du auf die Fresse. Jetzt kriegst du aufs Maul. Hängt er sich ja da dran und schießt dir ganz knapp um die Ecke. Sag mal, geht's dir noch gut? Ja, das hast du davon. Ha. Mir fällt auf, ich habe mich vorhin gar nicht wirklich gefreut, als ich... den Energieknoten gefunden hab. Ah, was ist das für eine Scheiße? Ich bin hier gerade nur noch am Gähnen. Ich bin nicht müde. Eieiei, um meine Nase. Ja, ach nee, Quatsch, nicht so, nein. So. Wo soll ich hin? Ja, soll ich wieder zurück? Den ganzen Weg? Ach, herrje. Komm, wir spielen Fußball mit dem Fetten hier, mit dem Medizinball. Komm hier, Leute. Sport in der Schule ist doch gar nicht so schlimm. Hier mit so einem Medizinball geht das auch locker. Alter, ist das ein Geschwabbel. Ha. Einfach mal ein bisschen Fußball spielen. Mit Medizinbällen. Könnt ihr auch in eurem Sportunterricht gerne mal vorschlagen. Ja, das konnte man erwarten. So viele wieder waren. Das war jetzt nicht wirklich zum Erschrecken. Wahrscheinlich kommt hier unten jetzt erstmal nur ein einzelner. Na, wieso geht das eigentlich nicht auf, hä? Na komm. Na komm. Ah. Na, Bipifax, komm mal. So ist das doch alles schön einfach. Dann sind wir wieder hier. Ist das eigentlich alles sicher hier? Ach so, jetzt haben wir das geöffnet. Schön. So, an dieser Stelle sage ich mal eben Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann werdet ihr auch wieder sehen, wie der Gregor nochmal schön verkaufen wird. Er wird richtig Reibach machen. Bis zum nächsten Mal.